Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Faes. Und wir sind immer noch in der City unterwegs und gucken jetzt immer in die letzte Türe rein. Hier ist nichts. Hier ist nur ein großer Heizofen, ähnlich wie der bei uns zu Hause. Also in Gommes Heimatdorf. So, dann heißt es jetzt... nein. Nochmal in den Raum da, glaube ich. Jupp. Jetzt muss ich mir einen Zettel zur Hand nehmen. Weil, guckt euch das mal an. Hier an der Tafel sind dreimal solche Bewegungsdinger aufgezeichnet. Und daneben sind die komischen Zahlensymbole. Wir haben ja mittlerweile schon gelernt, von der Glocke her ein bisschen die zu lesen. Also das da oben ganz rechts... Da das Symbol, das U, ist auf jeden Fall die 1. Also ist das die erste Reihenfolge. Und die sagt hoch, dann links. Dann sagt sie D, also drehen in Richtung D. Dann springen, dann zurückdrehen. Dann nach rechts drücken, dann nochmal springen und nach unten. So. Dass da unten die untere Reihenfolge, da die jetzt nicht seitenverkehrt ist, sondern von links nach rechts geht, ist wahrscheinlich die dritte. Weil wir haben ja auch bei der Glocke das Symbol gehabt und da haben wir mit dreimal Läuten die Glocke dann ausgelöst. Also scheint 3 richtig zu sein. Ja, also ist die zweite Reihenfolge, die da oben, die wir nicht richtig sehen können. Aber ich glaube, die können wir dann doch richtig deuten einigermaßen. Das wäre nämlich... hoch. Dann auch wieder rechts. Dann dieses Mal links. Springen, dann A drücken, dann wieder nach rechts, springen nach unten und die untere, die kann man leicht lesen, die wäre hoch, nach links, dann D drücken, springen, dann A drücken, wieder nach rechts, springen und runter. So, jetzt versuchen wir mal diese drei Kombinationen nacheinander auszuführen. Also erstmal hoch, also hoch links, D springen, A rechts, J runter. Dann hoch, links, rechts, springen, A, links, springen, runter. Dann hoch, rechts, D, springen, A, links, D, runter. Okay, wir haben jetzt tatsächlich was über die Zahlen gelernt. Also das ist wirklich die 3, das ist die 1 und das ist die 2. Okay. Gut zu wissen. Das bedeutet, wir haben hier auch abgeschlossen. Ha. Und jetzt demnächst müssen wir irgendwann mal das da oben enträtseln. Also die Buchstaben. Das sind nämlich definitiv Buchstaben, die in diesem Lexikon vorkommen. So, letzte Türe. Wo geht's, führst du denn uns hin? Hey, die sehen ja so ähnlich aus wie Gommes, nur mit quadratischen Köpfen. Hey, ihr, habt ihr mir was zu sagen?
Kommt, sprecht mit mir. Ja. Okay, das hier ist etwas größer, das Gebiet. Das hat nämlich einen Dinger, einen größeren Hub unten dran gekleistert. Deswegen würde ich fast schon sagen, wir schauen uns hier erst einmal um. Die Leute verstehen wir nämlich hier gar nicht. So. Holen uns das Stückchen. Davon gibt es hier noch mehr. Scheinbar. Oh, da ist sogar eine alte Version vom Gießer. Vom Gießer. Hopp. Hopp. Und hoch. Mit denen reden bringt erst was, wenn wir das entziffern konnten. Boah. Linke Shift. Noch eine weitere Türe. Für diese benötigst du 1, 2, 32 Würfel. Es muss schon etwas sehr Besonderes hinter dieser Türe liegen. Okay. Das ist ja auch kein Problem, diese Würfel zu sammeln. Hier ist nur eine Eule, deren Kopf sich mit uns mitdreht. Was hast du denn dazu zu sagen? Hör du, die Eulen. Sieh dir ihr Bildnis an. Berufe das Parlament ein? Ja, ist gut. Du solltest weniger von deinen Medikamenten nehmen, Dot. Hier ist noch eine Tür. Und da steht wieder, was geschrieben wird. Nee, halt. Halt, das sind Zahlen. Und das da ist unser Artefaktwürfel. Das sind auf jeden Fall Zahlen. Und das da ist der Artefaktwürfel, ein bisschen zerlegt. Also die 1, die was auch immer und die 10 und die 0. Und hier sind noch andere Dinger. Also da wäre die 2 und was könnte das sein? Puh. Naja, werden wir alles herausfinden. Hier sind nämlich verschiedene Sachen. Soll das heißen, das da oben ist eine 3 und das auch unten gedrehte U. Soll das bedeuten, dass das auch eine 3 sein soll? Hm. Punkt, Strich. Ah, das verstehe ich. Das da ist 0, nulldimensional, ist ein Punkt. Das da ist eindimensional. Also nur ein Strich. Das ist zweidimensional, also soll für die 2 stehen, ein Quadrat. Und das hier soll so eine Art Würfel darstellen, also im Dings, also dreidimensional. Ah, ich verstehe, also ist das da wirklich die 3? Das hier? Okay, das sind auch mathematische Formeln. 1 plus 2 ist 3, plus das da, also plus... Plus 7 ist 10. Okay. Und das hier ist 2 plus 3 ist 5. Also ist das da wirklich 5, hä?
Ja, das könnte hinkommen, dass das da 5 ist. Ist auch 10. Und das ist 1 plus... Also das dritte ist 5. Macht 6. Und dann könnte das da die 4 sein. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt so einigermaßen mit den Zahlen raus. Hoffe ich mal. Denke ich mal. Noch 3 Türen zum Angucken. Gucken wir mal die hier an. Truhe, hm? Was haben wir in der Truhe? Schlüssel. Jawohl, ein Schlüssel und wieder komische Wandmalereien. Irgendwas mit Oktopusköpfigen Königen. Und Zauberwürfeln, hä? Sieht er etwas unheimlich aus. Und da oben bauen sie sich ein Portal, hm? Das sieht jedenfalls aus wie eins. Also das hier. Das könnte ein Portal werden. So, jetzt gucken wir uns hier nacheinander um. Hier ist nichts mehr auf der Ebene. So, jetzt haben wir noch auf der Ebene Türen, hä? Ja, 2 Stück. Dann gehen wir erstmal in diese Tür hier. Ach Gott, wieder ein Thronsaal, hä? Und wieder ist was an der Seite, hä? Das wir nicht sehen können. Mist. Aber ja, ich habe dann dank dieses QR-Codes herausgefunden, soweit wir einmal das Spiel reguliert durch haben, können wir es als New Game Plus starten und kriegen dann irgendwas, womit wir diese Sachen sehen können. Ja, schon wieder ein QR-Code. So. Und hier gibt es noch ein Geheimnis. Das wird wahrscheinlich die Türe sein, die wir hier drüben nicht aufkriegen, da oben. Okay, damit sind wir hier wohl auch erstmal fertig. Wenn wir dafür erst 32 Würfel brauchen. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Dann geht's wieder hierhin zurück. Ey, das ging schneller als gedacht. Also wir haben vom Hub aus gesehen. Hier haben wir noch die Hauptstadt, aber ansonsten wir haben das Gebiet komplett und das Gebiet komplett. Hier in dem Gebiet fehlen uns noch die beiden Sachen. Und in unserer Stadt fehlen uns nur noch drei Räume. Okay, wir machen guten Fortschritt. Nächster Schritt wäre es, hier mal die letzte Tür zu finden. Beziehungsweise einfach mal... zu gucken, wo wir das Wasser ablassen können. Ich glaube ja immer noch, dass das da drüben beim Wasserfall geht. Deswegen versuchen wir den einfach mal zu finden. Der ist da hinten. So. Oh. Puh, dass das geht. Ja, hallo Wasserfall. Da oben ist schon mal wieder so ein als Nachmachblock.
Oh, und da wäre auf jeden Fall eine Tür, die wir noch aufbomben müssen. So. Jawohl. Gucken wir erst einmal hier rein. Ah, hier haben wir einen neuen Hub. Ein Minengebiet, hä? Aber das gucken wir uns dann erst beim nächsten Mal an. Bis dann.